Ah, was ist das hier jetzt wieder? Ach, wieder mal so Spaß. Da kommt wieder der große böse Manni Marco und macht wieder böse Dinge mit Zeiss Ahn. Statt Dinge mit uns zu machen, wo wir doch die viel größere Bedrohung sind. Ich verstehe das nicht. Wo soll ich da lang gehen? Ah, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich stehe. Ich habe das Gefühl, man sollte hier nicht hin. Andererseits kann man hier rinspringen, also hinspringen. Also irgendwie müssen sie das doch bedacht haben, oder? Also. Na gut, dann eben nicht. Gut. Manni, Marco, bist du hier? Nicht erfolgreich sein. Ich schwöre bei Stendars Gnade und dem Schwert meines Vaters, ihr werdet nicht gewinnen, Manni, Marco. Bald werdet ihr die Größe meiner Macht erkennen und euch vor mir verneigen. Was ist das jetzt? Durch die Macht des Amuletts der Könige werde ich verwandelt werden. Alle Nationen Tamriels werden sich vor mir verbeugen. Sie werden mich anbeten und um Gnade betteln. Alle werden den Namen Manni Marco als ihren einzigen, wahren Gott kennen. Damit kommt ihr niemals durch, Manni Marco. Wir werden euch bis zum letzten Atemzug bekämpfen. Aber meine alten Freunde, versucht doch, mich aufzuhalten. Ja, besiegt die Untoten, was habt ihr erwartet? Ausgewischen bin ich. Ach, schon wieder so einer. Ehrlich. Mach doch mal was Besonderes, du blöder Knochenkoloss. Du stehst hier nur blöd rum. Du enttäuschst mich. Ist das alles, was er zu bieten hat? Der König der Wurmer, der Wurmkönig, ist das seine Macht? Seine große Macht? Ist das alles? Es ist ja, also. Lol. Tür, ne? Das ist doch der Bambus hier. Sag mal, Moment, haben wir was zu sagen? Wir sind fast da. Bringen wir diese Sache zu Ende. Man muss ja sagen, sie hören zu. Ich habe die ganze Zeit gesagt, sie sollen nicht vor mir rumstehen. Und jetzt gehen sie zur Seite. Wir haben keine Zeit. Das Amulett. Holt das Amulett. Jetzt sei doch nicht so hastig. Also so. Holt das Amulett. Geht. Na gut, ich gehe ja schon. Ihr könnt ja nicht. Darf ich hier mal vorbei? Dankeschön. Moment, sprech mit Zeiss Ahn. Na gut, Moment. Aber vorher. Was? Wir sollten fast da sein, würde ich denken. Wenn was wäre? Würde er denken, wenn? Wie viele Türen liegen noch zwischen uns und diesem Gewölbe? Eine. Da ist sie. Die Tür zum Gewölbe der Könige. Was genau muss ich tun? Die Schreine wurden in Stendars Namen geweiht. Richtig. Jetzt müssen wir den Ring von Stendars Gnade einsetzen, um die Gewölbetüren zu öffnen.
Und wie? Stellt euch in den Zauberkreis und zeigt mit dem Ring auf die Türen, um den Schutzzauber aufzuheben. Die Türen sollten sich weit öffnen. Gut, ich versuch's mal. Mit dem Ring drauf zeigen. Okay. So. So zeigt man also mit Ringen auf Dinge. Ich sehe nichts. Seht, das Amulett. Ich kann es von hier aus... Ich habe euch gesagt, dass ich den Schutzzauber brechen würde. Und jetzt werde ich euch brechen. Also du hast ihn nicht gebrochen. Ich bin gekommen, um ihn aufzuheben. Das ist doch lächerlich. Jetzt komm her. Und geh sterben, los. Was ist das denn jetzt hier? Komm, geh einfach weg. Niemand mag dich. Wir haben eigentlich die Chance voll von dir. Mit deinen komischen Zaubern kannst du ja auch nichts machen. Hilft nichts aus. Ihr seid nichts. Ich bin Money Marco. Ja, toll. Money Marco ab. Ich werde das Portal schließen. Diener, erhebt euch. Gehorcht mir. Und ich bin Stahl Winterfaust. Ich werde sie hast du nie gehört, ne? Das ist genauso bedeutend. Euch auf Money Marco. Hast du noch nicht erlebt, ne? Dass sich jemand so verkloppt. Du Idiot. Der spitzt sich doch sowieso gleich wieder, oder? Das ist nur eine Projektion, oder? Hörst du auf damit? Das ist wie ein Kind. Da muss man sagen, was er machen darf und was nicht. Jetzt geh weg. Ich bin diese Spiele leid. Komm, geh einfach sterben. Witzig. So. Denkt ihr wirklich, dass der Tod den mächtigsten Nekromanten Tamriels je... Das ist nur ein Übergang. Mein erster Schritt zu wahr... Werdet jetzt Zeuge meiner wahren Macht. Schaut zu, während ich aus dem Grab auferstehe... Und Boom. Zur Gottheit werde. Ihr denkt, ihr könnt dem Herrn der Gewalt und Unterwerfung ohne Konsequenzen hintergehen? Ihr werdet für eure Arroganz bezahlen. Für alle Ewigkeit werdet ihr Qualen leiden. Eure gequälten Schreie werden als Warnung für andere durch das ganze Reich des Vergessens hallen. Wer ist? Jo, da ist wohl sein toller Plan nach hinten losgegangen. So, Amulett der Könige, komm mal her. Ein uraltes Artefakt von Akatosh mit rätselhaften Kräften, kann ich das anlegen? Wahrscheinlich nicht. Sie sollen uns gegeneinander aufhetzen. Das dürfen wir nicht zulassen. Schaut, was wir erreichen, wenn wir zusammenarbeiten. Ein Kind, das sollte ich auf ein Kissen sticken lassen. Die Göttlichen gaben euch nicht ohne Grund eine Nase da. Könnt ihr den Mund halten und trotzdem atmen? Gut gespielt, Titanenkind. Gut gespielt. Wo ist eigentlich Saisa Hahn? Ach da. Wir sind hier fertig. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Ja, mach du mal, ne? Tschüss, Monarch, danke. So was aber vorher? Schade, schade, schade. Ich hätte gerne geguckt, ob ich das Amulett anlegen darf. Gut, da haben wir ja ungewollte Hilfe erhalten von so einem komischen Typen, ne? Also ich habe mir von Money Marco was Größeres erhofft, eine größere Herausforderung. Aber gut, das war halt, er hat halt gegen die geballte Kraft eines nordischen Kriegers keine Chance. Das ist nun mal, damit muss man nun mal leben. Es ist vollbracht. Das Amulett der Könige gehört wieder uns. Und Money Marco ist wie ein kleines Kind umgehauen worden und ist besiegt. Money Marco wird für den Rest der Ewigkeit teuer bezahlen. Falsch. Man kann keine Intrige gegen den Gott der Intrigen spinnen, ohne einen hohen Preis dafür zu bezahlen.
Ich kann mir die Qualen nicht vorstellen, die ihn erwarten. Was machen wir jetzt? Sasahan muss sich ausruhen, genau wie wir anderen auch. Wir können jetzt ein wenig ruhiger schlafen, in dem Wissen, dass der König der Würmer besiegt wurde. Aber wir sollten uns nicht zu lange ausruhen. Molag Bal ist noch immer eine große Bedrohung und die Ebenenverschmelzung muss aufgehalten werden. Wenn nicht, war all dies umsonst. Und meine Seele, die ist immer noch weg. Ich habe es nicht vergessen, Entseelter. Das ist nur ein weiteres Teil des Puzzles. Und wir werden uns zur rechten Zeit darum kümmern. Doch fürs Erste sollten wir uns ausruhen und uns erholen. Wie immer werde ich mich bald wieder bei euch melden. Möget ihr im Licht wandeln, Entseelter. Ja, gut, vielleicht sollte man das mit dem Seele wiederholen auf den letzten Punkt verschieben. Es ist nämlich gar nicht so unnütz, wenn man einfach wiederkommen kann. Gut, wir haben das Siegel von Sanctator erhalten, einen Fertigkeitspunkt und Quest abschließen. Gut. Die Schatten von Sanctator. So, gucken wir nochmal nach, was haben wir denn hier? Siegel von Sanctator. Okay. Nach vielen Jahren in den verzauberten Gewölben von Sanctator lenkt dieser Ring ihn umgehend von dieser Ring ihn umgebenden Magika aktiv um. Ja, das macht Sinn. Ist auch besser. Oh. Dann bin ich jetzt wunderschön mit diesem wunderschönen Ring. Okay. Dann haben wir hier noch irgendwo was, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht Seelenfänger mal erhöhen? Nö, nee, brauche ich eigentlich nicht. Ne? Schwere Rüstung, flinke Heilung. Erhöht die Heilung. Ja, gut, warum nicht? Machen wir das. Gut. Nochmal kurz mit allen reden. Ab nur. Ich weiß, was ihr denkt, Entseelter. Ihr wollt mir für meine edlen und heldenhaften Bemühungen beim Bezwingen dieses verräterischen Wurms Manimako danken. Doch es gibt keinen Grund, Lob über mich auszuschütten. Die Welt weiß bereits von meiner Großartigkeit. Aber trotzdem herzlichen Dank. Ja, bitteschön. Die Chroniken der fünf Gefährten, Band 7. Mein Name ist Zai Sahan, Sohn des Nasir Itaf Sahan von Bank Korai. Erneut bringe ich meine Gedanken zu Papier. Es schmerzt mich, eine solch geschichtsträchtige Stadt verdorben durch die üble Nekromantie Manimakos und seiner schwarzen Würmer zu sehen. Obwohl die Söhne und Töchter Cyrodiils nicht mein Volk sind, ist es genau die Zerstörung von etwas kulturell so wertvollen, so unersetzlichen, dass mein Herz so schmerzen ist. In vielerlei Hinsicht, auch wenn das weder Kronen noch Ahnherren je zugeben würden, gibt es zwischen den Kaiserlichen und uns mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Ich habe gerade gelesen, Krankheiten, Gemeinkrankheiten oder Geheimkeiten oder sowas. Waren erwies mir eine Ehre, als er mich bat, seine Drachengarde anzuführen. Ich bildete viele der Hauptleute persönlich aus, schulte sie in den Künsten des Schwertkampfs, der Führung und der Taktik. Sie stammten aus vielen Völkern und Schichten. Da gab es den strenggläubigen Nythymal aus Morrowind, der jeden Morgen die Predigten seiner heidnischen Halbgötter still vor sich aufsagte. Ich erinnere mich auch noch an den jungen Lukas Evan, der aufgrund irgendwelcher politischen Streitigkeiten aus seinen Familienanwesen in Hochfels verstoßen wurde. Nicht alle von uns waren Kaiserliche, und doch übernahmen wir bereitwillig ihre Tradition, ihre Sitten, sogar ihr Essen. Einst glaubten wir an die Vision des Kaiserreichs. Heute scheint es, als wäre das Kaiserreich nur ein Traum gewesen und Sanctator lediglich ein zerstörter Schatten dieses Traums. Ich schwor Varen Aquilarius ein Eid, ihn zu beschützen und seinen eigenen Traum eines wiedervereinten Kaiserreichs Wirklichkeit werden zu lassen. Aber wie wir jetzt sehen und ich zugeben muss, wird es unmöglich sein, diesen Eid zu erfüllen. Auch jetzt noch ist die Kaiserstadt belagert von denen, die ihren eigenen belanglosen Anführer auf den Rubinthron setzen wollen, und nur sehr wenige von ihnen stammen auch aus diesen Landen. Ich beweine den Verlust von Sanctator und des zerbrochenen Kaiserreichs, der geschuldet ist sowohl kosmischen als auch irdischen Konflikten, und das nicht, weil ich das Kaiserreich so sehr liebe, sondern weil das alles so dem Schicksal der Schwertsänger ähnelt. Ein gebrochener Stammbaum, den nur sehr wenige aus selbstlosen oder unverderbten Beweggründen zu heilen suchen. Da hat er gar nicht so Unrecht, der gute Sai.
Ich kann nicht glauben, dass noch mehr Arbeit vor uns liegt. Doch was immer die Zukunft auch bringen mag, wir fürchten weder Tod noch Daedra, denn die fünf Gefährten stehen einander bei. Müssten es nicht sechs sein? Also 1, 2, 3, 4... Okay, Moment, lass mich mal ziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, die kann irgendwie nicht zählen. Sankretor, ich war noch nie da. Aber soweit ich weiß, wurde dort die Rehman-Dynastie zu Grabe getragen. Warum verbuddeln die Leute überhaupt irgendwelche sterblichen Überreste? Kommt mir wie Zeitverschwendung vor, wenn heutzutage wirklich keiner mehr in seinem Grab liegen bleiben will. Feuerbestattung, das ist die Lösung. Das sage ich auch immer. Feuerbestattung zu sie, das ist das Beste, was man machen kann. Das Amulett der Könige befindet sich in unserem Besitz und der Verräter Mani Marco wurde besiegt. Aber wir sind noch nicht fertig. Der Bund mit Akatosh muss neu geknüpft werden, wenn Nirn sicher sein soll. Doch heute Nacht ruhen wir uns aus. Wie soll das überhaupt funktionieren? Wir haben doch kein Drachenblut, oder bin ich ein Drachenblut? Und ich weiß es nicht. Ist Lyris ein Drachenblut? Ist Sai ein Drachenblut? Ist Abnu ein Drachenblut? Ist Caitwell ein Drachenblut? Das würde mich nicht wundern. Bei er hier ist kein Drachenblut. Das wissen wir doch schon. Das geht doch nicht. Nur ein Drachenblut kann... Er kann doch zum Drachenblut gemacht werden, wenn wir sagen, hier, oh Akatosh, hilf uns, wir brauchen ein Drachenblut und wir haben keins. Oder wir warten einfach nochmal 300 Jahre, dann kommt er sowieso. Dann kommt sowieso der große Talos und macht alles kaputt. Was wir hier, wofür wir hier kämpfen. Wir wissen doch jetzt schon, wer gewinnt von den drei Allianzen. Keine. Also am ehesten der Ebenherzpakt, weil jetzt eben die Nord sind und die Nord eben dann von Thanos angeführt werden. Aber eigentlich gewinnt keiner von den drei Allianzen. Gut, dann ja, zurück nach Rift, ne? Genau. Dem wir Schein der Fahlsteinhalle. Tschüssi! Bei diesem Text von Seide habe ich richtig Lust auf den PvP bekommen von ESO. Allerdings weiß ich auch, dass ich im PvP von ESO nichts anfangen kann. Noch mit Level 41 jetzt. Ich meine, theoretisch könnte ich in Schwarzwasserklinge rumlaufen, weil da gibt es keine Veteranen. Aber so... ist ja auch nicht toll, ne? So. Was bist du denn für einer, Sibu? Der Fluss bringt Gefahr nach Steinschlag. Was ist Steinschlag und wer bist du? Der Feind ist uns auf der Spur. Seid auf der Hut. Ja, Meldung, Soldat. Die Rekmannen, sie bedrängen den Steinschlagpass. Unsere Truppen können die Front kaum halten. Gut, wegdrehen. Hervorragend. Kennt ihr den Weg? Ich kann euch führen. Ja, ich kenne den Weg. Macht euch auf den Weg nach Steinschlag. Sprecht also, mit Centurion Jakil. Hallo, ich bin euer Vorgesetzter. Sowas so Unhöfliches. Da lasse ich mir jetzt extra Zeit. Was? Ist es das wirklich? Wo ist der Med? Die Lieder? Wovon sprecht ihr? Seid ihr verletzt? Ich bin tot, oder? Nein. Nicht? Der Riese hat mich überrumpelt. Er hat meinen Wagen auf der Straße zerstört und mich so hart mit der Keule erwischt, ich hätte schwören können, ich würde über die Wolken emporsteigen. Danach bin ich ohnmächtig geworden. Ich dachte, ich würde in Sovngarde aufwachen. Ihr scheint in Ordnung zu sein, also körperlich. Glück gehabt, schätze ich. Ihr scheint auf jeden Fall zur starken Sorte zu gehören. Wärt ihr so freundlich, die Warenlieferung von meinem Wagen zu bergen? Kann nicht allzu weit von hier sein. Wenn ihr sie findet, dann sucht mich in Schaus Stein auf. Ihr kriegt auch ein paar Münzen dafür. Ja, ich werde mal sehen, was ich tun kann. Vom Riesen so stark mit der Keule gehauen, dass er durch die Luft geflogen ist. Kommt mir bekannt vor. Dwemer Erz. Ich hole mir ein Dwemer Herz. Und mit dem kann ich dann das Numinokron oder sowas wiederbeleben. So.
Wo muss ich hin? Findet verwertbare Waffen. Wieso ist der, also... Hä? Ja, gut. Wenn er meint, wir müssen jetzt hier über das gesamte Ding latschen, dann müssen wir über das gesamte Ding latschen. Ja! Dann machen wir das mal. Säbelzahnkatze. Ich bin auch eine Säbelzahnkatze. So eine richtige, muskelbepackte, riesige Bestie. Nicht so ein kleines Ding. Wie der komische Seichen-Tiger, Löwe da. Nee, so ein richtiges Muskelviech. So wie das Ding da, nur bloß noch größer. Und breiter. Der Typ ist echt weit geflogen. Also irgendwas passt hier nicht. Kein Riese da, der mich irgendwie wegschleudern will? Schade. Vielleicht da, in der Thronhöhle.